Gut. Wow. Ich kann nicht, weil Acculation, super. So. Wir haben sie einigermaßen ausgerichtet. Ist jetzt nicht super optimal, aber wir gucken mal. Jo, wir fangen mal mit der Beschleunigung an. Müssen aber dazu ein paar andere Triebwerke ausschalten, sehe ich gerade, sonst haben wir ein Problem. Muss ich mal sehen, das ist auf der Seite. Shutdown Engine. Genau, das sind die. Weil sonst haben wir ein echtes Problem. Shutdown. Terrier weg. Shutdown Engine. Und die hier auch Shutdown. Irgendwelche sind noch an. Activate, nein. Ist die hier vielleicht noch an sogar? Ja. Und irgendeine ist noch an. Ne? Ist es die? Shutdown, ja. Dürfen nämlich nur die an sein, sonst habe ich ein echtes Problem. Das wäre so unangenehm, wenn ich dieses Problem hätte. So, da machen wir nochmal sicherheitshalber so. Ja. Ich würde mal sagen, wir fangen mit der Beschleunigung an und gucke mal, wie sehr gummimäßig das hier alles wird oder nicht wird. Wir fangen erstmal mit der Minimalbeschleunigung an. Gehen da ein bisschen höher. Jetzt sehen wir da den Ausstoß. Gehen da noch ein bisschen höher. Yeah, jetzt hat sie Power. Alter Falter. Wir schauen uns das mal auf der Karte an. Ja, da sehen wir dann die Apo steigen. Das ist sehr gut, dass sie steigt. Wow. Wow, 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 wow. Gut, die AP steigt. Wir schalten wieder mal um aufs Schiffs. Wir wollen noch mal ein bisschen weiter beschleunigen. Wir gehen jetzt hoch auf ein Drittel Kapazität. Alter, hat die einen Sound. Hört euch das mal an. Oh. Mhm. Da düst du da weg. Wow. Wie lange will mir jetzt diese Anzeige da auf den Nerv gehen? Temperature Overlay disabled. Temperature Gauges. Keine Ahnung. Das ist ja eine tolle Anzeige jetzt. Normalerweise muss die nach einer Weile rausgehen. Aber na gut. So. Da haben wir schon. Gleich ist es soweit. Da haben wir es. Den ersten. Na, was ist los? Wow, wow. Na, wir bleiben mal weiter auf dem Drittel. Das Geräusch ist der Hammer. Aha, jetzt hat er es weggemacht. Autokamera, super. Kann man mal anschauen, wie die Van Braun hier ausschaut. Er ist schon beeindruckend. Da fliegst du dahin. Da ist sie dann wieder. Es sind so Kameraeinstellungen. Ich habe damit noch nicht so viel rumexperimentiert. Da kann man eben so ein bisschen Cinematik machen. So, und jetzt. So sieht das Ganze aus. Wow.
Da kommen wir raus. Gleich haben wir es. Ist nicht mehr viel. So, jetzt können wir schon mal ein bisschen bremsen. Das will ich auch nicht allzu ruckartig machen. Und jetzt gehen wir noch weiter runter mit dem Gas. Wow. Ja, da liegt ein bisschen Druck hinter. Da. Alter, weiter. So, er flackert. Wir gehen mal sicherheitshalber noch ein bisschen rauf. So 2-3 Gramm. Und stoppen die Motoren. Gucken wir uns das Ganze mal an. Wie schaut es da aus? Ja. Eigentlich kann man da nicht meckern. Sieht eigentlich schick aus. Ja. Solarzellen sind ausgerichtet. Sollten Strömling machen. Machen sie auch. Da haben wir einmal Ike. Es sind wieder hammermäßige Aufnahmen. Es sind eigentlich wieder hammermäßige Aufnahmen. Ich immer so schaue. Finde ich immer so Weltraumaufnahmen generell genial. Ja, da kann man mal sehen, wie wir uns so ganz langsam, aber sicher, von diesem Objekt entfernen. So Stück für Stück kann man schön beobachten. Ja? Wow. Das sieht schon toll aus. Hat so ein bisschen was von der Postkartenidylle. Ne? Kennt man ja. Ja. So ganz langsam entfernt sich da Nivan Braun von Duna. Schon schöner Anblick. Ich werde mal ganz kurz ein bisschen Stückchen Wasser trinken, weil die Stimme versagt uns bald. Ja. Da bin ich wieder. Gut. Ach, das sieht schon toll aus. Mensch. Ja. Das ist jetzt 50 flache Beschleunigung. Darf man nicht vergessen. Also das, was jetzt wir sehen, ist jetzt sozusagen, ja, 50 mal so schnell als normal wäre. Dann nimmt man die Bewegung als solches erst einigermaßen wahrnehmbar. Auch annehmbar, wahrnehmbar. Ja. Weil sonst wäre das wirklich sehr langsam und ja, man könnte das nicht so genießen, aber so sieht das ganz schick aus, wenn man so sieht, wie sich das so langsam entfernt. Und die Entfernungen im Universum sind halt wirklich enorm. Und da sind halt Dinge, als ob man jetzt in der Stadt sich fortbewegt zu Fuß oder hier, wenn man sich hier zu Fuß fortbewegen würde, mal so rein theoretisch, hier wäre ein Boden und man könnte sich hier fortbewegen. Ein unsichtbarer Boden. Man würde nicht feststellen, dass man sich bewegt. Man hätte das Gefühl, man würde sich auf der Stelle bewegen. Ganz einfach, man würde sich auf der Stelle bewegen. Ne? Ja. Und da muss man halt wirklich Dinge beschleunigen, zeitlich, in der Wahrnehmung, dass man da halt auch wirklich Dinge der Bewegung überhaupt wahrnimmt. Und stell dir mal vor, man wäre noch so ein Kolibri oder eine Fliege. Die haben halt da nochmal eine andere Wahrnehmung. Die sind da halt noch extremer als wir. Und die hätten sogar Probleme mit dieser 50-fachen Beschleunigung. Ja, da wäre das für die auch sehr lange, sehr langsam. Und da würde sich einfach nichts tun für die. Das ist die Tatsache.
Ist halt immer so eine Sache. Ja, jetzt werden wir gleich dort was passieren. Wollen wir mal so schauen. So. Mal ein paar schöne Bilder heute nochmal. Ich bin wirklich immer so der Fan von solchen Bildern. Wenn man jetzt sozusagen hier gleich sozusagen Gänsefüßchen, die Sonne untergehen sieht, Gänsefüßchen. Weil sie geht ja eigentlich nicht unter. Kann sie auch gar nicht. Da. Wow. Das sind immer so Dinge, also wo ich dann sage, wow, dafür lebe ich. Das finde ich immer genial, sowas. Und da gab es mal, ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt noch gibt, es gab mal hier irgendwo im dritten öffentlichen Sender, gab es mal so Weltraumbilder mit toller Musik und so weiter. Bekomme ich Mod... Moderation für den Kanal oder eine Mod für KSP? Also Moderation für diesen Kanal lohnt sich nicht. Das glaube ich mache ich frühestens dann, wenn ich wirklich 100 Leute habe, die zuschauen. Da kann man mal über einen Moderator über nachdenken, aber alles unter 100 Leute da jetzt extra einen Mod einrichten und so. Nee, nicht wirklich. Da ist der Nutzfaktor doch wirklich sehr gering. Und wenn dann halt einer mal was schreibt, was überhaupt nicht hinhaut, da kann ich ja immer noch selber einen Klick auf den Namen machen und dementsprechend handeln. Ist ja auch nicht so jetzt, dass ich irgendwie so ein actionreiches Spiel spiele, wo man da nicht dauernd mal hin und wieder auf den Chat schauen kann, ne? Und dass da einer ja, Chat-Terror betreibt oder solche Geschichten. Ne? Also von daher geht's. Also sagen wir mal so ab 100 Leute, dann kann ich mir das mal langsam so überlegen. Ernsthaften Mod zu haben. Ich habe theoretischerweise einen Mod, aber der ist es halt nur aus Jux und Dollerei, hauptsächlich, weil derjenige selber ja auch viel RL hat und eigene Dinge macht. Das haben wir nochmal hier so aus Just for Fun sozusagen gemacht. Jo. Ach, du meinst das Ironische. Ja, dann meinst du das Ironische. Überlege gerade, wie diese Fernsehsendung lief. Die lief immer nachts. Da gab es immer so klassische Musik oder auch mal ein bisschen elektronisch, ein bisschen was. Zwischendurch wurde was über den Weltraum erzählt. Ach, das ist schon verdammt lange her. Muss man natürlich wissen, dass ich auch schon ewig keinen Fernsehen mehr schaue. Ja. Darf man dabei auch nicht vergessen. So, den Icke lassen wir dann sozusagen auch mal dran vorbeiziehen. Ja. Und wenn der vorbeigezogen ist, dann werden wir uns darum kümmern, dass wir uns um solche Dinge kümmern, der weiteren Fahrt, Navigation. Wir müssen mal gucken, was die Navigation da macht. Da müssen wir mal schauen. Aber das sind jetzt noch solche Bewegungen, die kann man sozusagen noch einigermaßen ermessen. Also vom geistigen Ermessen her. Wie gesagt, auch wenn das jetzt 50-fache Beschleunigung ist, das sind dann halt insgesamt ein paar Stunden halt, die er hier herumgewühlt. Aber wenn es nachher so wirklich die Bewegung zwischen den Planeten alleine schon ist, dann dauert das schon so lange, dass man überlegt. Meinst du Sport 1? Nee, Sport 1 hieß der nicht. Das war irgendwas N3 oder irgendwie sowas da. Oder MDR oder irgendwie sowas war das gewesen. Ja, Sport 1 war das nicht, nee. Und da gab es jedenfalls immer so schöne Hubble-Aufnahmen oder Aufnahmen von der Erde mittels Satelliten oder ISS oder sonst was. Oder Raketenstarts oder Starts vom Space Shuttle. Zwischendurch hat einer was Lustiges, Interessantes erzählt über den Weltraum. Ja, da gab es dann halt wie gesagt klassische Musik dazu, ein bisschen elektronische Musik. So war das gewesen. Keine Ahnung, ob es das A entweder überhaupt noch gibt und B, ob es noch überhaupt Leute gibt, die daran sich erinnern. Nee, N24 war es auch nicht. Das war, wie gesagt, so ein alter öffentlich-rechtlicher.
wo sie dann zum Beispiel auch manchmal hier solche Dinge wie Eisenbahnstrecken gezeigt haben oder sowas.